So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Trine 2. Wir können diesen schönen Felsblock nochmal mitnehmen. So. Kann man den auch irgendwie aufhalten? Nee. Okay. Moment, was wir aber für... Ah, wir können die Blase auch lenken. Halt, Moment. Wenn wir die lenken können... Dann können wir da auch richtig kreatives Zeug draus machen, theoretisch. Aber müssen wir halt gar nicht. Weil das geht auch so. So, jetzt haben wir da hinten noch einen Erfahrungspunkt. Wieso senkst du dich? Warum? Da war doch gerade der Holzblock so schön im Weg. Ach, keine Ahnung. So, frage eher, ob man da oben noch zum Erfahrungspunkt kommt. Wissen, was hat man verpasst? Ich glaube, die Levels hier sind im zweiten Teil auch eher daraus ausgelegt, dass man die wieder besucht. Also, dass man wirklich gar nicht 100% am Anfang holt, sondern dass man da eben wieder zurückkommt. So, aktuell steht's 98 von den 130 Levelerfahrungen, 14 von Monstern. So, und da haben wir nochmal Monster. Gerade wenn man vom Teufel spricht oder vom Goblin. Die sehen auch besser gepanzert aus als die Gegner im vorigen Part. Okay, das waren noch nur Skelette. Ups. Na. Guck mal hier, Pfeile im Auge. Hihi, lustig. Oh, da kommen noch mehr. Moment. Ja, schlagt euch selber. Die erstechen sich echt selber. Haha, dieser Trottel. Schmeißen wir mal unseren Hammer. Frage, kriege ich diesen tollen Block da oben auf die falsche Richtung geschmissen? Na klar. Okay, aber der Hammer ist nice. Der ist richtig cool. Oh, das haben wir nochmal einen. Der Hammer. Nochmal ein Gegner. Hammer-Jokes. Ich will da ran. Hey! Muss mir jetzt extra für den Scheiß eine Kiste herbeizaubern? Ja, muss ich. Lustiges Spiel. Das war spaßig. Okay, aber ansonsten brauchen wir die Kiste ja nicht weiter. Oh, hi. Hey, stopp. So. Er stoppt. Okay, wir machen es mal ganz kreativ. Das da. So, schön. Da oben wäre nochmal Leben. Ein Rädchen, das man ziehen kann. Das transportiert eine Flasche. Ich mag es nicht, dass die Flasche da hinten liegt. So. So gefällt mir die ganze Sache. Genau. Genau. Und dann war... Oh, Level up. Ich spar mal alles. War hier nicht nochmal was hier oben? Ne, es war nur ein Erfahrungsding. Okay. Roll uns zurück. Ach, entspannt. So, da sehe ich aber auch schon hier oben das nächste Erfahrungsfüllchen, für das ich jetzt echt zu voll bin. Also einmal. Runter. Hup. Ach, so schön. Gegner. Ah, da hätte ich sowieso das Ding runtergehauen. Aua! Ihr Schweine! Bedroht das Königreich! Und schlagt euch selber. Das ist so dämlich. Das ist dämlich, aber irgendwie auch realistisch. Na, Goblins sind nicht die klügsten Gegner, aber die lautesten. Ist das scheiß laut. So. Besser. Alles klar, da chillt noch einer. Hi. Guck mal hier. Ah, kann ich gar nicht zurück zu dir schmeißen, ne? Da machen wir es halt ganz altmodisch. Oh, da oben ist noch etwas für die Soja.
Deren... Ich hasse es. Gut, der Scheiß hat nur 10 Euro gekostet. Geht aber trotzdem hart auf die Nerven. Ich reiß gleich wieder ab, ey. Bastelstunde hier im Let's Play. Komischer Scheiß. Okay, ist weg. Toll. Ich weiß nicht warum, wie. Aber es ist weg und ich bin zu blöd, das Ding anzuziehen. So, jetzt aber. Hier. Alles nur für einen Erfahrungspunkt. Und, der Stein, der geht da auch weg. Okay. Zack. Zack. Schade, dass Soja nicht mehr so stark ist. Okay, da unten liegt anscheinend nichts. Aua, was? Nein, ein Hindernis. Oh, ist ja mies. Kann man nicht drüber jumpen. Und irgendwann kommt die Erfahrung doch zurück. Okay. Moment, ist da noch was? Sieht so... Nee. Es sah so aus, als könnte man den Boden da kaputt machen. Stirb, Pflanze, stirb! So. Experience Points. Und... Dann hauen wir noch die Scheiße kaputt. Ey, diese Level. 111 von 130. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir haben 5 Erfahrungspunkte für. Was ist die Luft aus diesen Rohren? Oh, das ist cool. Daran erinnere ich mich. So ein schönes, da hast du ein Rohrteil-Rätsel. Achso, es ist eingesperrt. Ich bin so froh, dass ich die Folgen nicht cutte. So, ach guck mal, auf der Seite kommt mehr Luft raus. Ja, es ist ja auch, ja, klar. Moment, kann man dann so eine Box drauflegen und man jumpt drauf oder auch nicht? Warte, komm nochmal runter. Halt, bleib. Nein, komm runter. Nein, Box. Ich möchte da drauf stehen, dass ich zur Erfahrung komme. Ja. Nein. Es wird rübergeschmissen. Okay, scheiße, wie komme ich da? So. Türmchen bauen. Ja, sieht stabil aus. Jawohl. Sieht auch cool aus, wie er fliegt. Mit dem angehobenen Rock. Ah, das sieht mir aus wie ein Ende. Wie viel haben wir denn jetzt? 9 Erfahrungspunkte verpasst. Aber alle Monster-Erfahrung. Cool. Was für ein lustig anmutender Ort. Okay, das nächste. Oh, es geht doch noch weiter. Oder? Nein. Seht euch an, wie groß das Ding ist. Noch ein Bossfight! Halt. Moment. Hier war ein Bossfight? Oh nein. Oh nein. Was machen wir denn hier? Da oben ist noch Erfahrung. Oh, okay. Aber man darf nicht zu ihr hinlaufen. Und sie spawnt Goblins, die einen erstechen. Au. Und die Kisten auch. So, ich möchte zur Erfahrung da oben nicht kaputt machen. Oh, sind sogar 2. Sehr gut. Hier ist ein Stein da oben. Oh! Okay, da hat es mich wieder gebissen und spawnt Goblins. Das ist mies. So, kannst du das da kaputt schießen? Das leuchtet nämlich. Oder beißen. Das ist auch okay. Ja, nein, sie will irgendwie nicht so wirklich. Oh, was? Sie kann... Hat sie gerade durch das Ding geschossen? Ja, komm, Snack. Ah, das waren die Stützbalken.
gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Die Antagonistin? Der Trine hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Ich frage mich, was Kobolde fressen. Sie fressen Leute. Wie dich. Ach du meine Güte. Und dann würde ich sagen, hier in dem Sumpf geht's im nächsten Part weiter. Krass, wie lange wir jetzt für ein Level gebraucht haben. Schön. Schön, das Tal der Sümpfe, Level 3. Es scheint ein bisschen kürzer zu sein, also 20 Erfahrungspunkte sind weniger. Und es gibt hier anscheinend eine Riesenkröte, wie es aussieht. Ah, mal gucken, ob auch in jedem Level so ein Endboss-Fight dabei ist. Wäre cool. Gut, egal. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.